Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem Let's Play auf meinem Kanal. Was ist denn da los? Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mal wieder was auf. Und zwar dieses Mal Resident Evil 3. Die Demo ist heute rausgekommen von dem Remake vom dritten Teil. Und ich streame auch gerade auf Twitch. Also der ein oder andere, hallo, wenn ihr noch zuschaut oder gerade dabei seid, lasst gerne mal ein Hallöchen da. Und ich werde auch den dritten Teil, wenn er dann im April, glaube ich, kommt er raus, am 4. werde ich hier auch Let's Playen tatsächlich. Aber hier habe ich jetzt gedacht, ich mache mal wieder was Kleines für den Kanal. Mal gucken, wie lange es geht. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich habe weder geschaut, wie lange es geht. Worum es geht, weiß ich auch nur bedingt, denn ich habe diesen Teil damals nicht gespielt auf der PlayStation. Bin also recht jungfräulich, was das betrifft. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Ich gehe hier mal gerade auf Spiel starten. So, mal gerade gucken. Ich wollte, glaube ich, nur noch schnell eine Sache machen, und zwar die Kamerageschwindigkeit, die Mausempfindlichkeit, die ist ein bisschen sehr lahm. Ich stelle die mal ein bisschen hoch. Ich weiß nämlich, dass die gerne immer mal etwas lahmarschig ist, und gerade weil ich mit Tastatur und Maus spiele. Ja, so, von der Lautstärke weiß ich jetzt gerade nicht, müsste eigentlich passen, hoffentlich. Ich mache es mal noch ein bisschen lauter. Ich hoffe, es passt soweit. So, Aufnahme läuft. Wunderbar. Ich drücke mal auf Start. Das endgültige Spiel kann sich von dieser Demo unterscheiden. Sie können Ihre Spiele in dieser Demo weder speichern noch laden. Oh, das heißt wohl, wenn wir sterben, sind wir tot. Wenn wir sterben, sterben wir. Das ist schön. Na dann. Bin ich mal gespannt. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. So, erstmal hier. Hallo und schönen guten Tag. Da bin ich. Hab mich mal eingeblendet, ganz heimlich. So, das ist Carlos hier, glaube ich. Der Typ, der nur aus Haaren besteht. Also zumindest auf dem Kopf. Ich habe noch nie jemanden mit so viel Haaren gesehen. Irgendwie sehr geile Frisur. Ich guck mal gerade. Die Steuerung ist tatsächlich so wie im zweiten Teil. Ich fühle mich direkt wieder zu Hause. Das ist schon mal gut. So, wir sollen an die Oberfläche gehen. Haben wir denn jetzt alles dabei? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. 12 Schuss. Das ist aber nicht gerade viel. Und was mir direkt auffällt, mir fällt erstmal die sehr, sehr, sehr geile Grafik auf. Und was wir alles dabei haben. Schaut mal, Messer, Funkgerät, hinten noch Taschen, noch der Halfter für die Pistole, das Raccoon Police Tipp. Nee, das Stars-Logo, oder? Wir sind ja bei den Stars, wir sind ja jetzt nicht mehr unbedingt Police Officer. Ich würde sagen, Ton passt und tschüss, alles klar. Vielen Dank für das Feedback. Meine Freundin hat gerade noch reingeschaut, Prinzessin Stroh, um zu gucken, ob der Sound passt. So, weil wir streamen ja, wie gesagt, auch gerade auf Twitch. So, ich gucke mal, ob ich hier irgendwo rein kann. Haben wir ein Inventar? Jawohl, wir haben ein Messer auf D4. Können wir das vielleicht mal gerade
Warte mal, Messer auf der 4 will ich. Kann ich das so lassen? Ich guck mal gerade. Da ist das Messer. Ich kann wahrscheinlich. Ah, mit Mausrad geht auch. Oh, das ist super. Mausrad ist super. Dann brauche ich nicht wechseln. So, was haben wir denn hier? Tyrant of the Deep. Das sieht aber aus wie ein überdimensionales Alien, oder? Hell Squid Zero. Und Resident Evil 3. Ach, cool. So, ich muss mal, bevor ich hier die ganzen Plakate gucke, erstmal schauen, ob da hier irgendwas los ist. Ich hoffe nicht. Skullstalker. Ach, hier, guck mal. Terminator. Das ist ja cool hier. Astro Crunch. Ich mag ja so kleine Details hier, ne? Und hier, das sieht Party, Party, Party. Hey, let's play with me. Schön. April 3. 2020. Da wissen wir es. Da kommt's raus. Wunderbar. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Science Forum. Lobster. Jim Scraps. Nice. So, und wir müssen die Bahn zum Laufen kriegen, wenn ich das eben richtig verstanden habe. Und dafür müssen wir die Oberfläche. So, wir können auch nicht in den anderen Waggon, glaube ich, ne? Der ist zu. Nee, okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben und schauen mal nach dem rechten. Ich guck mal gerade, ob ich hier aufs Bahngleis komme. Nee, da komme ich nicht hin. Alles klar. So, kann ich sonst noch irgendwas machen? Ah ja, nach hinten. 90-Grad-Drehung vielleicht. Ja, geht auch. Wunderbar. Das funktioniert ja einwandfrei. Habe ich, glaube ich, im zweiten Teil nie gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. So. Und die Grafik ist echt jetzt schon Bombe. Das ist ja noch eine Demo. Komme ich hier raus? Gar nicht. Muss ich noch irgendwas anderes machen? Warte mal. Zur Oberfläche gehen. Ja. Würde ich gerne. Muss ich die Tür vielleicht aufschießen? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warte mal, mit E. Steuerung. So, der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber noch nicht aufgenommen haben. Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. So, ich muss mal gerade gucken. Muss ich hier einfach vielleicht benutzen? Warte mal, was ist denn benutzen? Steuerung, ich muss mal gerade gucken. Angriff, interagieren. Ach so. Maustaste. F, E, nö. Komme ich nicht durch die Tür. Sehr merkwürdig. Muss ich vielleicht noch im Waggon was machen oder auf der anderen Seite rausgehen? Das kann natürlich auch sein. Na super, habe ich direkt hier gewonnen. Es gibt ja vielleicht noch einen anderen Ausgang. Ne, da geht's nicht raus. Aber hier war ich ja eigentlich schon überall, ne? Vielleicht hier noch was mitnehmen? Carlos? Jetzt bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Gehen wir doch einfach hierher. Okay, wir müssen einfach nur auf der anderen Seite raus. Alles gut. So, hier haben wir den Stadtplan von Raccoon City. Alles klar. So, ich bin gespannt. Vor allem, wo stellen wir jetzt den Strom wieder her? Ich dachte, den Strom, den müssen wir hier unten vielleicht wieder einschalten. Warum müssen wir jetzt da oben? So, was haben wir denn hier? Titelseite der einer Boulevardzeitung. Die Kannibalenmorde, die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein Herumtreiber zerzauster Mann griff einen Passanten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich in diesem Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschen? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das naheliegende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit Cafeteria-Essen zufrieden geben. Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horrorgeschichten zurückgekommen, bei denen sich einigen der Magen umdreht. Erfahren Sie alles auf der nächsten Seite. Die gibt's leider nicht. Okay. Alles klar. Newsstand. Können wir noch vielleicht ein bisschen Heilung oder so? Na, es gibt anscheinend wirklich nur Knabbereien und jede Menge Zeitungen. Guck mal, kennt man da irgendwas von? Nicht so wirklich, ne? Ich mag ja so kleine Details. Ach hier, Pringles verarsche. Schön. Und ein paar Rubbellose können wir ja auch vielleicht mitnehmen. Vielleicht gewinnen wir ja noch eine Reise. Dann können wir einfach entkommen. Dann lassen wir den ganzen Kram einfach hinter uns. Joe, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that.
Let's do this fast. So, den Strom im Unterwerk wieder anschalten. Okay, das heißt, es gibt noch eine andere Stromquelle. Und da vorne ist dann... Ah, super, da kriegen wir direkt erstmal grünes Kraut. Sehr schön. Oh ja. Oh ja. So, das nehmen wir direkt mal mit. Das nehmen wir auch mit. Werde ich erstmal nicht kombinieren, weil... Aus Gründen. Wir können nachher bestimmt noch irgendwo ein bisschen Spray kriegen, weil die einzelnen einfach ein bisschen besser sind, wenn man die erstmal mitnimmt. Warte mal, ich habe auf der 4, habe ich... So, rotes Kraut. Was war nochmal rot und... Warte mal, rot und Objekte kombinieren. Einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um einen Platz im Inventar freizumachen oder auch um neue Objekte zu erschaffen. Verwenden Sie dazu den Befehl plus kombinieren. So, ich mache mal gerade hier... So, gemischte Kräuter. Damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Heilung und einmal kleine Heilung sozusagen. Ich weiß nicht, ob es hier wieder blaue Kräuter gibt. Die gab es ja bei Teil 2. Die waren gegen Gift. Nur mal so nebenbei. Oh, guck mal. Die gibt es auch wieder. Machen wir direkt mal eins kaputt. Wackelkopfpuppen. Die gab es schon im 7. Teil. Und auch bei Teil 2 gab es diese Raccoon-Figuren. Und oh, Kiste. Sehr gut. Pass mal auf, Schießpulver. Wir haben 12 Schuss. Ich würde vielleicht doch erstmal ein bisschen Pistolenmuni machen, weil ich weiß nicht, was euch auf uns zukommt. Dann nehme ich das erstmal alles so mit, oder? Wollen wir irgendwas weglegen? Ich weiß nicht, wie viele Kisten es in der Demo gibt, deswegen keine Ahnung. Gucken wir erstmal. So, UBCS, Kräuterfeldhandbuch. So, hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemand wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Großjungs mischen sich ihre Arznei selbst. Also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Starke Mixtur, grünes Kraut zweimal. Ultrastarke Mixtur, grünes Kraut und Rot haben wir gerade gemacht. Oder grünes Kraut dreimal. Erste-Hilfe-Spray, das könnt ihr nicht selbst herstellen. Selbst wenn ihr eins seht, wenn ihr eins seht, schnappt es euch. Das sollte alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Was? Okay, also es gibt anscheinend kein blaues, zumindest hier noch nicht. Vielleicht kommt das ja später noch. Vielleicht gibt es das nur in der Demo nicht. Es wäre aber auch ganz schön, wenn man ausnahmsweise mal nicht vergiftet wird. Aber ich habe schon ein paar Bilder gesehen von gewissen Monstern, wo es durchaus sein kann, dass wir doch vielleicht vergiftet werden. Was ist das hier eigentlich? Kite Bros Railway. Clock Tower. Aha, das ist wohl eine Nachbildung von dem Uhrenturm oder so. Keine Ahnung. Und was mich ja auch noch interessieren würde... Oh. Ja. Ich kann mir schon... Ah, na toll. Hey, moin, na? Kollege, erstmal Nackenschlag verteilen. Klatsch, das war's. So, klappt ja noch ganz gut mit den Headshots. So, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen, ich hab's vergessen. Verdammt, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Eieiei, so. Nachladen geht aber noch so, ne? Ja, sehr gut. Ach, ich bin gerade froh, dass ich den zweiten Teil schon gespielt habe. Bin nicht ganz so noobig unterwegs, hier was die Steuerung betrifft zumindest. Ja, da vorne ist doch bestimmt irgendeiner. Und ich bin gespannt, ob wir Nemesis sehen. Ich hoffe ja. Ich hoffe ja. Ich habe zwar eigentlich keinen Bock drauf, weil der wird uns sehr, sehr penetrieren, glaube ich. Genau wie Mr. X in Teil 2, aber naja, was soll's. Müssen wir durch, ne? So, Toy Uncle. Nice. Alles schön. Okay, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich hoffe oder bin mal gespannt, ob wir auch Schauplätze aus dem zweiten Teil sehen, wie zum Beispiel das Police Department oder so. Oder irgendwelche anderen Sachen. Oh. Ich glaube, da möchte ich gar nicht stören. Können wir uns einfach... Na, können wir nicht. Moin. Oh, das hat jetzt nicht geklappt. Da habe ich schon drei verschossen gerade. Flixt. So, der ist doch bestimmt noch nicht tot, oder? Nein, 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 nein. Diese Munitionszahl gerade. Jetzt bist du tot, oder? So, hier gehen wir lieber auch nochmal auf Nummer sicher. Haha, sag ich doch. Der ist noch nicht tot. Gott sei Dank. So, nice. Das habe ich bei Teil 4 immer gerne gemacht. Immer noch mal ein Messer draufgegangen.
spart wirklich einiges an Muni. Und Muni haben wir immer zu wenig, grundsätzlich bei Resident Evil. Schneller Ausweichschritt. AWSD und Space. What? Wie nice ist das denn? Warte mal. Ah, ich muss erst... Oh, hallo. Ich muss erst die Richtungstaste drücken und dann die Leertaste. Oh Gott, ob ich das im Kampf hinkrieg? Oje, oje. Aber das ist ja cool. So, wo muss ich hin? Da ist eine Kiste, die hätte ich gerne. Wir werden wahrscheinlich gleich die Tür aufbrechen da hinten. So, oh, Raccoon Toons, hier will ich rein. Ich möchte hier mit rein. Ich möchte so einen Super Soaker haben. Scheiß auf meine Waffe. Ich hätte gern so einen Super Soaker, damit mache ich die Zombies doch direkt platt. Nur ein bisschen Säure reinfüllen, dann geht's rund. So, ich hätte gern das in der Kiste und dann müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ich will die eigentlich nicht alle bekämpfen, dafür haben wir nicht genug Muni. Wir machen doch bestimmt gleich da auf. Schießpulver. Sind sie schon durchgebrochen? Nein, noch nicht. Okay. Oh oh. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Na super. Das wird ja lustig. Ich kann ja nicht einfach durchs Feuer laufen, oder? Da müssen wir bestimmt irgendwas machen. Okay, ich probiere mal mein Glück. Ah, ich sehe schon. Scheiße, uns fehlt was. Okay, ich hätte natürlich einfach auf den Hydranten geschossen, aber dem ist wohl nicht so. Hier ist ein rotes Fass. Ich hoffe, das können wir gleich benutzen. Ja klar, die ganze Zeit kriegen die das nicht hin und jetzt machen die da auf, ne? Ist klar. Ist klar. Der Blick. So, komm mal her. Kommt mal alle ein bisschen näher zusammen. Vielen Dank. So, einer lebt noch. Jetzt nehme ich lieber ein bisschen mit den Schüssen, damit ich auch alle ordentlich treffe. Okay, der ist tot. Ja, schön in die Eier, dann steht er nicht mehr auf. Alles klar, und hier. Das mit dem Fass war ja gerade nice. Finde ich gut, dass das geht. Oh nein. Ist da zufällig noch irgendwo ein Fass? Oh Gott, scheiße. Wir haben nicht so viel Muni, Leute. Das wird nix. Wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten? So, kriegen wir vielleicht eine Kurbel hier irgendwo aus einem Kofferraum? Das wäre mir eigentlich lieber. Und irgendwie, aber nein, es sind ja keine Feuerwehrautos. Oh oh. So, da unten ist... Was ist das da? Ja, das ist, sieht nicht so aus, als könnte man das in die Luft jagen. Oh, das ist aber sehr komisch animiert. Schaut mal. Ich glaube, das ist, weil die zu weit weg sind, oder? Lass mal, ich mache Folgendes. Ich lock die mal hier hoch. Dann kann ich die schon mal gezielt ausschalten. So. Ich schleiche mich mal vorsichtig hier runter. Vielleicht können wir die ein bisschen umgehen. Und die werden nicht auf uns aufmerksam. Na, werden sie doch. Scheiße. Ich lasse sie mal links liegen, ja? Ich hoffe nicht, dass die uns hinterherkommen. Scheiße, ich weiß nicht, wo lang. Ich hoffe, ich gehe hier in keine Sackgasse. Oh nein. Bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Der steht doch bestimmt auf, ne? Okay, wenn er nicht jetzt aufsteht, dann später. Was haben wir hier? Oh! Da fehlt uns ein Key. Tagebuch des Drogeriebesitzers. 24. August. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder. Überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich das in einem guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. 2. September. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination, noch nicht einmal meine Frau.
ist ein Geheimnis zwischen mir und einer wunderschönen Aquacure-Königin. Und sie würde sie nie einem Dieb verraten. Die Aquacure-Königin. Oh, Schießpulver. Vielen Dank. Da können wir direkt nochmal eins herstellen. Und kombinieren das direkt mal. Vielen Dank. Das geht super. So, wo ist denn hier die Aquacure-Königin? Ist das vielleicht hier? Oh, hi. Guten Tag. Wackelkopf. Bleib stehen. Danke. So, der ist tot. Der steht nicht mehr auf. Was ist denn für eine Tasche? Okay. Mann, meine schöne Muni. Glaubst du es denn? So, und der steht bestimmt gleich noch auf. Kann man die Tür nicht auch langsam aufmachen? Ich finde das irgendwie... Oh, Muni! Muni, komm zu mir. So, da... Hat die irgendwas dabei? Ich... Warte mal, ich probiere mal, ob die lebt. Naja, die ist wahrscheinlich noch nicht so lange tot. Die wird wahrscheinlich aufstehen, wenn wir gleich zurückkommen. Ich weiß es auch genau. So. Ah, schau an, schau an. Und wir schauen mal, wer da unten läuft. Der müsste jetzt ein bisschen hier rüberlaufen. Dann könnte ich da das Fass in die Luft jagen. Ja, die könnten wir tatsächlich dahin locken. Warte mal, hier gehe ich mal noch nicht hin. Ich gehe nochmal zurück. Ich gucke erstmal. Ups, ich gucke erstmal vorne. Also hier war ja nichts mit irgendeiner Prinzessin, ne? Oh. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber ich schieße die mal ab. So, die Aquacure-Prinzessin. Ich denke mal, er wird das sein hier mit dem Haarmittel, ne? Ne, das sieht jetzt nicht so danach aus, als wäre hier irgendwas. Aber das ist ja das Lager von dem... Warte mal, wenn das sein Lager ist, ist der Laden wahrscheinlich unten. Dann würde ich sagen, müssen wir gleich eh nach unten. Dann schauen wir unten mal im Laden, ob da ein Hinweis ist. Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück. Hier ging es ja noch in die andere Richtung. Und schau hier nochmal nach. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ah, guck mal, wer da ist. Ist natürlich ein bisschen Muni-Verschwendung, aber ja. An die oberen komme ich ja sowieso nicht dran ohne Pistole. Da ist auf jeden Fall einer. Aber ich muss wissen, was da ist. Ich muss da hin, leider. Na, der steht bestimmt auf. Pass mal auf. Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Ah, fuck. War so klar. Okay, pass auf. Ciao. Mist, hätte ich vielleicht direkt machen sollen. Geht's uns noch gut? Wir sind noch gesund. Alles klar. Verdammt. So, Schießpulver. Dafür hat sich schon gelohnt. Da ist noch eine Leiter. Also merken, rote Fässer sind schon mal sehr gut. Und hier können wir einen Shortcut machen, oder? Ich wollte eigentlich noch gar nicht hier runter. Dann macht die das einfach. Ja. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal hier hoch, weil ich habe noch keinen Hydrantenschraubenschlüssel. Den müssen wir uns erstmal holen. Ach, und was mir positiv auffällt übrigens, es gibt kein Zeitlimit. Nicht wie bei dem zweiten Resident Evil Demo-Teil. Da hatte man, glaube ich, nur eine Stunde und dann war die Demo zu Ende und man konnte sie nicht mehr spielen. Ganz egal, ob man sie geschafft hat oder nicht. Das finde ich hier sehr angenehm, dass man das hier tatsächlich nicht muss. So, was mache ich jetzt mit euch da? Fatty McFatFat da unten. Ich würde die gerne zu dem Fass locken und dann einfach... Warte mal. Was ist denn das hier? Okay, das ist nichts. Oh, hier ist noch was. Schießpulver. Okay. Na? Hey, das hat sogar funktioniert. Ah, scheiße, das hat nicht funktioniert. Aber das Ausweichen gerade hat geklappt. Sehr gut. Oh, wir sind ein bisschen angeschlagen, ne? Okay, wir gehen schnell hier hoch. So, pass auf. Ein kleines Kraut haben wir ja. Das benutze ich mal eben.
So, dann müssen wir jetzt eh da runter. Die anderen kann ich erstmal ignorieren. Die sind mir egal. Dafür habe ich einfach nicht genug Muni. Man muss auch nicht alle Zombies töten, ganz ehrlich. So, da ist Skyboys Railway. So, da unten würde ich gerne... Kann ich euch irgendwie zu dem Fass locken, Freunde? Das Problem ist, der rennt hier vorne. Da ist es sehr schmal. Da komme ich wahrscheinlich nicht vorbei. Kommt jetzt die Treppe hoch? Hat er uns bemerkt? Natürlich hat er uns bemerkt. Ah, scheiße Sausack. Platsch! Okay, der steht nicht mehr auf. Da brauche ich auch nicht mehr Messer probieren. Das hat sich erledigt. Okay, selbst wenn er jetzt da aufmacht, dann jage ich den einfach mit dem Fass in die Luft. Oh, hier geht's rein. Okay, da gehe ich noch nicht rein. Ich gucke erstmal hier draußen. So, hi! Na, Freunde, wie geht's denn so? Du kommst auch mal hier rüber, ne? Hi. So, kommt alle mal ran. Hier gibt's ein bisschen Grillparty. Ja, bin ich nah genug dran. Ja, der eine... Hat's den einen auch noch erwischt? Ich glaube, ja. Ja, es hat alle drei erwischt. Sehr gut. So, krieg ich das... Ah, okay. Brauche ich... Ja, den guten Seitenschneider brauchen wir hier. Den wir noch nicht haben. So, warte mal. Da liegt schon wieder so verdächtig hier rum. Okay, die ist tot. Grünes Kraut. Dann können wir mal... Das muss ich... Ne, warte mal. Wir machen das anders. Das kombiniere ich erstmal zu ein bisschen Muni. Dann machen wir das hier mal mit dem. Und dann haben wir wieder drei Plätze frei. Sehr schön. Ja, enttäuscht euch nicht. 37 Schuss, 15 im Magazin. Das ist nichts. Das ist bei Resident Evil überhaupt nichts. Oh, hier geht's. Hier geht's auch rein. Oh je. Ja, das heißt überhaupt nichts, dass die hier nicht tot sind. Schießpulver. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Bereiche hier erkunden kann. Das ist ja nice. Oh, Entschuldigung. Falsche Tür. Scheiße. Ich gehe mal hier hinten gucken. Ich hoffe, der macht jetzt nicht die Tür auf. Auf jeden Fall coole Mucke am Start. Oh, was ist das denn? Das können wir noch nicht öffnen. Okay, können wir generell wahrscheinlich nicht öffnen. Oh, ein Safe Room. Ein Safe Room. Und der Seitenschneider. Ja, Bolzenschneider. Danke. Nehme ich sehr gerne mit. Sehr nice. Ein Safe Room. So, ich weiß gar nicht. Sollen wir mal was ablegen hier? Ich würde mal sagen, vielleicht das Schießpulver, oder? Verstaue ich mal. Ein großes Kraut. Das nehme ich mit. Ja, komm. So, speichern können wir ja leider nicht. Das ist so ein bisschen schade. Können wir noch was lesen? Nee. Aber das merke ich mir mal, dass hier ein Safe Room ist. Im Diner hinten. Sehr gut. So, da gehe ich auf keinen Fall raus. Da ist jede Menge Alarm und wir haben hier nichts, um die wegzusprengen. Dann gucke ich jetzt erstmal, was wir da hinten noch machen können, wo wir den Seitenschneider brauchen. Hier vorne war nichts mehr, ne? Nee, da war nur die Tote. Dann machen wir es erstmal hier auf. Wichtige Objekte verwenden. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar Benutzen. Ja, dann machen wir das doch. So. Alles klar. So, brauche ich den noch? Ja, scheint wohl so. Naja. Als ob, mein Freund, als ob. Ja, klar, dass du aufstehst. Nee, 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 nee. Mann, warum kann man die denn nicht direkt umbringen mit dem Scheißmesser? Ich will jetzt hier keine Muni verschwenden. Ach komm. Das ist echt nicht zu fassen. Okay, hilft alles nichts. Du hast es so gewollt. Da wäre zwar ein Fass gewesen. Ist aber nicht zu fassen. Haha. Scheiße, okay. Egal, wir haben noch genug Heilung, wir haben noch genug Muni. Alles gut, schaffen wir. So, hi. Und du bitte auch. Kommt mal her. Ich habe hier was für euch.
Kommt mal bitte hier rüber. Ja, schön. Ja, so fein macht ihr das. Das ist toll. Bam. Und tschüss. Ich mag das mit den Fässern. Oh, die haben sich sehr gut gehen lassen. Handgranate. Ja, nice. Her damit. Her damit. Was gibt's hier Schönes? Und, oh, kriegen wir einfach noch eine Flinte. Kriegen wir noch eine Schrotflinte? Oh ja, bitte. Ich möchte. Ich möchte bitte die Schrotflinte ausprobieren. Wie geil wäre das denn? Okay, so, das haben wir. Wir haben deinen Safe Room. Ich guck mal gerade. Ja, ich weiß nicht, wann wir die Schrotflinte bekommen, ne? Aber wenn, müssen wir die wahrscheinlich eh erst laden. Das heißt, ich nehme die Muni mit, sonst hätte ich die jetzt weggelegt. Man muss ja ein bisschen aufpassen mit dem Platz, ne? Inventarplätze sind wertvoll. Die sollte man nicht leichtfertig verschwenden. So, wo ging es denn hier noch hin? Hier war ich ja noch gar nicht. Das ist ein bisschen dicker, der hält wahrscheinlich auch mehr aus, ne? Ich hoffe, der bleibt liegen. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Oh, ich muss ja... Mir fällt gerade ein, ich muss wieder auf die Wackelpumpen achten, ne? Hier steht ja so viel Zeug rum. Oh, das Kraut. Hallo? Oh, das Kraut? Jetzt. So, Kombinationen. Kombinieren, zack. So, milde Bleiche ohne Chlor. Alles klar. Ich habe bestimmt schon welche übersehen von diesen Wackeldingern. Aber macht ja nichts, die kann ich ja dann vielleicht im Nachgang nochmal suchen gehen. Außerhalb vom Let's Play. Hier stehen so viele bunte Sachen rum, das übersieht man direkt mal. Oh, guck mal. Ei. Oh, der hat direkt einen Flug gemacht durch die Scheibe. Das ist ja schön. Lebt aber nicht mehr. Okay, was haben wir hier? Pistolenmuni. Jawoll. Also ich möchte mal feststellen, Pistolenmunition findet man hier tatsächlich jede Menge und... So viel auch dazu. Gut, sonst gab es hier nichts, ne? Ah ja. Moin. Ich hoffe, das war nicht zu früh. Ich hoffe, ich hätte nicht noch mehr anlocken können. Ah. Dankeschön. Schießpulver. Kann ich nicht mitnehmen. Schlecht. Kann ich das liegen lassen? Kann ich liegen lassen. Sehr gut. Dann pass mal auf. Das Schießpulver hätte ich nämlich gerne. Ich gehe nochmal kurz zurück zur Kiste. Dann lege ich da mal kurz was ab und dann hole ich mir das Schießpulver. So, vorsichtig die Tür nicht aufmachen. So, pass mal auf. Die können wir wahrscheinlich nicht mehr... Doch. Ja gut, okay. Dann verstauen wir die mal. Und verstauen die Munition mal. Nehmen das Schießpulver mit. Dann können wir das gleich nochmal umwandeln in Munition. Können wir die Munition vielleicht aufteilen? Bewegen, bestätigen. Warte mal, Shift bewegen. Kombinieren, verstauen. Ne, ich kann die nicht. Schade, ich kann die leider nicht aufteilen. Hm, das ist schade. Also dann hätte ich vielleicht mal so 30 auf Reserve gelegt oder so. Schade. Schade, schade. Na gut, macht ja nichts. So, die brauche ich unbedingt. Die möchte ich mitnehmen hier. Schießpulver, so. Haben wir noch 15 auf Reserve. Sollten wir dann gleich aus irgendwelchen Gründen keine Muni mehr haben. Ein bisschen was. Können wir hier eigentlich schon rein? Ach ja, hier wollte ich eben noch nicht rein, genau. Pass auf, ich leg mal noch den Rest gerade ab. Damit ich schon ein bisschen Inventarplatz habe und dann gehen wir da rein. So, da gehe ich noch nicht hin. Das mache ich, glaube ich, erst wenn ich die Schrotflinte habe. Oder ich könnte die Granate dahin werfen, aber ich weiß noch nicht, ob ich die nicht vielleicht lieber aufhebe. Verstauen. So, die Flintenmuni lasse ich jetzt auch erstmal weg. Ja, komm, ist okay. Ich habe lieber noch ein bisschen Platz im Inventar. Na, Erwin, alles klar? Ja, natürlich. Und selbst?
Bei mir ist immer alles fresh, du. Schön, dass du reinschaust. Vielen, vielen Dank. So, bin gerade die Resident Evil 3 Demo am Zocken und mache auch gleich noch eine Aufnahme für YouTube mit dazu. Damit ich mal wieder was hab für den Kanal, weißt du? Oh je. Na, lebst du noch? Nee, gut. Ja, geht so. Zu wenig Schlaf, zu viel Stress. Kennst du ja. Ja, das kenne ich. Definitiv. Na komm, stirb doch. Wobei, bei mir nicht unbedingt der Stress, sondern bei mir nervt gerade eher, dass ich nicht mehr zum Kunden fahren kann. Wir haben Hausarrest von der Firma bekommen, dass wir nicht mehr rausfahren dürfen. Was ich aber auch verstehen kann. Wir sind aufs Homeoffice beschränkt. This must be the subway company's offices. Oh, das ist gut. Dann sind wir ja hier gar nicht mal so falsch. Hier muss ich sowieso hin. Natürlich. Donuts. Ich hätte jetzt gern einen. Komm, Jill. Nimm dir doch einen. Ach, Mann, schade. Nothing. Okay, was fehlt hier? Wahrscheinlich irgendeine Sicherung oder sowas. So, Kit Browse. Eisenbahnerleitfaden. Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebs. Im Falle eines Stromausfalls wird die U-Bahn automatisch den Betrieb einstellen. Sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde, müssen am Stellwerk die zur passenden Station sowie zur befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Okay, die zu passenden, also wir müssen am Stellwerk die zu passierenden Stationen sowie die zu befahrenen Gleise neu eingestellt werden. Okay. Alles klar, das wird wahrscheinlich das hier sein. Wie komme ich da hin? Ich würde ja sagen, einfach hier drüber steigen, aber das will sie nicht. Gibt es da noch eine Tür, oder? Hä, wieso? Open, closed, selected station. Okay, ich kann da vorne gar nicht rein, so wie es aussieht. Da ist auch keine Tür oder sowas. Lüftungsschacht fällt wahrscheinlich auch aus. Seltsam. Warte mal, ich guck mal gerade auf meine Karte. So, da ist ein Achtungszeichen. Das ist die Schalttafel. Okay, da kann ich eh noch nichts machen. Und bei dem roten Gang haben wir angeblich noch was übersehen. Die Gänge, die rot sind. Ach, hier vorne. Ah, Löschschlauch. Ach so, ich nehme jetzt einfach mal so einen riesen Feuerwehrschlauch mit. Ja, okay. Mache ich. Kein Problem. Ah, moin. Ich nehme einfach mal so einen riesen Feuerwehrschlauch. Notiz eines U-Bahn-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Hab uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass es bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los Patronen holen und schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles den Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir das alle heil überstehen. So, wie gut, dass ich einen Seitenschneider dabei habe. Handgranate, Schießpulver. Jetzt habe ich keinen Platz für die Schrotflinte. Wetten? Natürlich. Benutzen. Wetten, dass die Schrotflinte wieder zwei Inventarplätze braucht. M3 Flinte. Inventar ist voll. Ich kann die doch einfach hier hinlegen. Ja. Verdammt. Ja, das ist schön, dass das Inventar voll ist. Gut, pass auf. Ich muss zur Kiste. Hilft nichts. Ich muss ein paar Sachen ablegen. Die Flinte nehme ich mit. Die Flinte nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ja wohl klar. So, hier war nur der Raum. Hier ist nichts mehr. Die will ich haben. Das kannst du aber glauben. Q ist die Karte, ne? Ach ne, Q ist umdrehen. Q ist Karte. So, da ist jetzt die Waffe markiert. Das finde ich sehr gut, damit wir das nicht vergessen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal gerade nochmal an die Kiste im Donutladen. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Granate ausgerüstet. Brauche ich ja gar nicht. Es gibt übrigens Autosave Points, ne? Nur falls ihr euch wundert. Was hat es hier mit auf sich? Diese komischen Schlösser. Na, vielleicht geht das jetzt noch nicht. Vielleicht geht das erst in der Vollversion. Das kann natürlich auch sein. So, ich lege mal das Schießpulver weg.
die Granate. Warte mal, den Schlauch. Den werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. Ja, das ist guter Rat teuer. Messer. Komm, ich leg die Granaten weg. Ich weiß nämlich nicht, ob die Flinte wieder zwei Inventarplätze braucht oder sowas. Ich lass die Granaten erstmal da. Okay, alles ruhig. Achso, ja, ist richtig. Dann schnell zur Flinte. Sehr schön. So viel Platz. Die braucht einen Platz. Wir haben vier Schuss. Dann, okay, dann nochmal zur Kiste. Es tut mir leid. Aber ich möchte die gerne voll mit Munition haben. Hallo, falsche Tür. Ich möchte die gerne voll mit Munition haben. Ich glaube, dann können wir uns... Ach komm, ernsthaft. Ich hasse es, dass die so wackeln, ne? Das ist furchtbar. Schön in den Sack stechen. Der steht nicht mehr auf. Das hat noch gezuckt, habt ihr gemerkt. So, der bleibt liegen, ne? Okay, vier Schuss in der Flinte. Nice. Okay, nochmal kurz zur Kiste und dann geht's weiter. Dann würde ich vielleicht mal doch die andere Tür benutzen. Ich glaube, da muss ich aber erstmal aufräumen. Da sind so viele Zombies. Wir haben immer noch nicht den Code für die eine Kiste gefunden. So, pass mal auf. Flintenmunition nehme ich mal gerade raus. Können wir hier... Ach, das geht nicht. Schade. Früher konnte man die Waffen immer kombinieren mit der Munition und dann waren die geladen. Das geht gar nicht, ne? Schade. Ich dachte, das geht nur in der Kiste vielleicht nicht. Okay, dann pass auf. Flinte. Ah, vier Schuss ist das Maximum. Okay, dann lasse ich die Munition hier. So, die lassen wir da. Den Schlauch, weiß ich nicht, wofür ich den brauche. Ich nehme ihn mal mit. Ich nehme auch mal die Granaten mit. Ich werde jetzt gleich mal daneben aufräumen. So, weil hier vorne sind allerhand Zombies. Oh, scheiße. Das ging ja schnell. Hallo. Entschuldigung, ich muss weg. Was macht denn Nemesis schon hier? Scheiße! Warum ist der schon da? Warum ist der schon da? Und hier ist... Oh Gott, scheiße. Oh Kacke, hier war eine Sackgasse. Scheiße, was hat er da gerade mit dem Typen gemacht? Okay, ich weiß, wo ein Safe Room ist. Alter! Okay, damit war ich jetzt, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Alles klar. Musik, möchtest du dich mal wieder ein bisschen beruhigen? Das wäre sehr nett. Ja, scheiß die Wand an, das ist ja toll. So, ich guck gerade nochmal, ach Joma, da vorne, ich sehe da gerade was. Aquacure, da ist auch unser Key, den wir brauchen. So, ich brauche was zu schreiben. So, 9 nach links. Sehr schön mit dem Pfeil übrigens. Nach links. 1 nach rechts. Und 8 nach links. Boah, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Boah, so. Wie ist dein erster Eindruck für Razy? Also super. Geil. Also, ich habe ja den zweiten Remake-Teil schon gespielt. Und den hier kenne ich jetzt gar nicht. Den habe ich auch nicht damals auf der Blaze gespielt. Ich weiß ungefähr, was hier los ist. Also... es spielt halt kurz nach Teil 2 und Nemesis ist los. Aber ansonsten habe ich von dem Plot nicht so wirklich viel Ahnung. Was auch nicht so schlimm ist, ehrlich gesagt. Hey, wo kommt ihr denn alle her? Alter, hab ich mich gerade verjagt? Du bleibst mal schön weg, mein Freund. Ich tanze erstmal eine Runde. Super. So, ciao. Ich gehe erstmal in den Safe Room. Tschüss. Leck mich am Arsch. Da steht er einfach hinter mir. Der Sack. Oh. Ach, das war kein Safe Room, ne? Wo war denn der scheiß Safe Room? Der war doch gar... Ne, der war hier nicht. Boah, ich bin gerade einfach nur weggerannt. Scheiße. Ja, um deine Frage nochmal zu beantworten. Das Spiel ist bis jetzt super. Also es macht richtig viel Spaß.
Das Punkt, Ding ist nur, ich weiß jetzt nicht, wie ich da vorne an dem vorbeikommen soll. Der rennt ja jetzt anscheinend hier vorne rum. Und ich glaube, wenn wir diese Musik hören, dieses Dramatische, ich glaube, dann ist er in der Nähe, oder? Wie kommt man eigentlich hier rein? Oder ist, ach nee, das ist der Raum mit der Schrotflinte. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Diese Nemesis macht mich gerade echt fertig. Hallo. Scheiße, ey. Okay, also ich muss durch den Donut laden und links. Oh fuck, der ist doch jetzt bestimmt wieder da drin. Wo kam der? Ja, natürlich. Boah, Alter. Boah. Alter, schieß die Wand, scheiß die Wand an. Ich bin ausgewichen. Keine Ahnung wie, aber ich bin ausgewichen. So, Heilung. Alter, ist der schnell. Ich habe auch keine Chance gegen den. Oh, jetzt. Schnell weg. Lauf, Jill, lauf. Wir müssen auf die andere Seite. Hä? Wie ist der jetzt da hingekommen? Wie ist der jetzt bitte da hingekommen? Springt der hier einfach wie ein Affe durch die Stadt oder was? So, nichts wie weg hier. Ich habe keine Granaten mehr. Scheißegal. Boah, alter Finne. So, wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Muss ich da hin? Ich gehe einfach mal dahin. Ach, du heilige Scheiße. La 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 la. Ich bin hier gar nicht da. Ey, lass mich hier weg. Ich muss hier weg. Oh fuck. Ja, schleck die Wand an. Ah, ist das geil. Nein, ist nicht geil. Aber ich habe ja automatische Save Points, oder? Bitte. bitte, lass automatische Save Points da sein. Ja, sind da. Okay, ich gehe nochmal an die Kiste. Ich muss mir mal gerade ein bisschen was an Zeug mitnehmen. Das geht ja gar nicht. Ach, du Heilige. Okay, pass auf. Das lege ich weg. Habe ich irgendwas dabei, was ich eben noch nicht dabei hatte? Wo hat er denn gespeichert? Ach scheiße, der hat das mit der Flinte nicht gespeichert, sehe ich gerade. Ja, okay. Scheiße. Na gut. Dann holen wir uns nochmal die Flinte. Wir haben ja Dings dabei. Alter, wie gut. Einfach mit der Nemesis, ne? Da ist ja Mr. X ein Scheißdreck gegen. Da ist der ja wirklich ein Scheißdreck gegen. Der springt einfach über die Dächer und dann ist er sofort wieder da. So, hatte ich den schon angestochen? Ja. Ich weiß nämlich nicht genau, wo er gespeichert hat. Boah. Alter Schwede. Wir konnten ihn aber eben mit der Schrotflinte, ich weiß nicht, wie viele Schüsse hat er gebraucht, 2 oder 3. Konnten wir ihn ein bisschen stunnen. Danach war sofort der Schluss. Großer Gott. Vor allem mit den Granaten hast du gar keine Chance, ne? Weil, der sprintet so schnell nach vorne, da ist die Granate nutzlos. Okay, so, der kommt, sobald wir vorne durch die Tür gehen. Die Frage ist, renne ich dann einfach nach links? Ich versuch's mal, vielleicht geht das ja. Ich darf mich auf keinen Fall von ihm in die Ecke drängen lassen. Wo ging's denn eigentlich hier nach der Seite nochmal? Warte mal, wo ging's denn da nochmal hin? Donutladen? Ach, warte mal, ich sollte vielleicht, bevor ich das mache, nochmal hier zu dem Tresor. Weißt du was, das mache ich gerade nochmal. Ich guck mal, was in dem Tresor ist. Wir haben ja jetzt den Key. Ich glaube, Mr. X, ich glaube, der kommt ja sowieso erst dann. Warte mal, wo war denn das? Wo muss ich denn da hin? Der kommt ja erst dann, wenn wir... Ach so, warte mal, ich müsste hier rüber. Oder warte mal, ich kann auch hier... Da ist der Tresor. Warte mal, ich kann doch einfach hier drüber und hier die Treppe nach oben, oder? Das geht auch, warte mal. Das müsste eigentlich gehen. Weil der kommt ja erst, wenn ich hinten die Tür rausgehe beim Donutladen. Das heißt, vorher ist ja alles gut. So, nochmal kurz gucken. Also, ich muss jetzt hier und dann rechts. Okay, alles klar.
Ich hatte mir ja eben den Shortcut hier aufgemacht. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich hier hinkommen. Ach ja, moin. Ich habe eigentlich voll getroffen, aber gut. Ach scheiße, das wollte ich gar nicht. Natürlich steht ihr beide nochmal auf. Ihr zwei Hübschen. Warte mal. So. Ich habe noch ein bisschen Schrotflintenmunition. Alles gut. So, dann schauen wir mal im Tresor, was es da so gibt. Hallo? Oh nein. Ah, da will einer durch. Okay, alles klar. Da wird gleich einer die Tür aufmachen. Na komm. Ja, ziehen musste. Ja, ziehen musste. Really? Der versperrt es nicht ernsthaft den Weg hier, oder? Können wir nicht... Kann ich einfach treten oder so? Ey, wie gemein ist das denn jetzt? Der versperrt jetzt wirklich den Weg. Ich probiere mal was. Ne, das hat leider überhaupt nichts gebracht. Ja, scheiße. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr durch. Oh, wie gemein. Ja, ich muss hier rein. Ansonsten muss ich hier durch den Dorfland links und dann hier oben. Aber hier wartet Nemesis. Ja, toll. Die wollen wahrscheinlich, dass ich zu Nemesis gehe. Ihr Ficker. Ihr blöden Ficker. So, und die stehen jetzt wieder auf, ne? Ne, gut. Okay, also durch den Donutladen und dann direkt sprinten und links. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hole mir vorher noch die Muni. Boah, das wird so schief gehen. Das weiß ich jetzt schon. Da komme ich oben einfach nicht mehr durch die Tür. Das gibt's doch wohl nicht. So. Ich lege das mal kurz weg. Flintenmunition. So, mal eben die Flinte nachladen. So, und dann legen wir den Rest wieder weg. So, falls Nemesis mich anspringt, ich nehme mal die Flinte. So, also durch die Tür und dann direkt links. Die Treppe hoch, wieder links und dann hier oben rein. Ich hoffe, der folgt mir nicht. Ich glaube, der verwandelt die einfach in diese Schlangen-Schlingviecher oder so. Hi. Boah. Alter, ich bin ausgewichen. Lass mich, ich bin ausgewichen. Das zählt nicht, das ist unfair. Das ist unfair, das macht man nicht. Man schlägt keine Damen. Alter, jetzt renn doch mal. Boah, das Rennen ist scheiße so, ne, mit dem Ausweichen. Kommt der hier durch? Ich bin unsicher, ob er uns folgt. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh, der kommt da nicht rein. Der kommt hier nicht rein. Ja, geil. So, huch, du bist durchs Geländer geglitscht. Ja, kann sein. Ist mir egal. Hauptsache, der kommt hier nicht rein. Der blöde Penner. So, Moment. Also, 9 nach links. Ich muss mich mal gerade. So. 1 nach rechts. Und dann nochmal 8 nach links. So. Ja. Und was gibt's? Ein Scope. Oder was ist das? Leuchtvisier. Ja, danke. Das nehme ich doch gerne und kombiniere es direkt auch mit meiner Pistole. Sehr schön. Den Strom im Ohr weg. Achso, ich dachte, ich krieg noch einen Hinweis. Und das Feuer löschen. Ja, machen wir doch alles. Was? Was? Bin ich tot? Nein, bin ich nicht. Ja, von wegen, der kommt hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Ah. Boah, weißt du, was scheiße ist? Dass die jedes Mal so strauchelt, wenn die wieder versucht aufzustehen. Das ist echt scheiße. Boah. Ich muss in den Safe Room. Ich muss ganz dringend in den Safe Room. Alter, hab ich mich gerade verjagt, ey. Boah, ist der Typ krass. Alter, war das im Originalspiel auch so? War das da auch so schlimm? Oh, Entschuldigung, wenn ich so rumschreie. Leck mich am Arsch, ey. Boah.
Ich habe richtig Respekt vor dem, ne? Also der ist echt nicht ohne. So, warte mal, ich nehme mal den Bolzenschneider mit, oder? Brauchen wir den gleich? Dann habe ich keinen Platz mehr frei. Scheiße. Ich hoffe einfach, dass ich den Bolzenschneider gleich nicht direkt brauche. Ich hoffe, wir können gleich mal den Schlauch irgendwo einsetzen. So, also, nächstes Ziel ist dann hier oben. Treppe hoch und links. Da ist die U-Bahn-Station. Und was ist hier noch? Feuerlöschhydrant. Ah, ich ahne, was wir machen müssen. Wir müssen wahrscheinlich den Schlauch an den Hydranten anschließen und das Feuer löschen. Aber ist dafür genug Zeit? Das ist jetzt die Frage. Oh nein, du lässt mich schön hier. Ich bin ausgewichen. Ach, Scheiße. Boah, ist das gemein. Alter, sie sind tot. Ja, danke. Boah, ist das mies. Natürlich fange ich jetzt hier wieder an, ne? Und ich habe schon wieder nicht die Rotflinte. Was sind das denn für Scheiß Spielstände, Entschuldigung. Boah, jetzt muss ich das nochmal alles machen. Mann. Das gibt's doch wohl nicht. So, Schießpulver ablegen, verstauen. So, den brauche ich gleich nicht, den lege ich auch erstmal weg. Boah, ist das mies. Was noch viel gemeiner ist, ist eigentlich die Tatsache, dass wir nicht den anderen Weg einfach gehen können, dass da einer die Tür blockiert. Das ist mega gemein. Das ist echt mega gemein. Ne, man wird quasi gezwungen, sich Nemesis zu stellen. Ich meine, andererseits, man will ihn ja auch mal sehen. Aber, naja. Okay. Aber das Scope will ich trotzdem haben. Ich will das Scope haben. Ja, ja. Den hatte ich kurz vergessen. Nein. Hallo? Ach, hier. Also eben ist der schön geplatzt. Und jetzt... Ach komm, ernsthaft. Und jetzt greift er uns an. Nö. Okay. Hey, der Witzgeier, Herr Kapitän. Okay. Ich habe echt noch keine Idee, wie ich an der Mrs. vorbeikomme. Ich denke, man muss einfach gut ausweichen können. Puh, so. Also, wir haben alles, was wir brauchen. Wir sind relativ gesund. Ich gehe mal auf die Schrotflinte, trotz alledem. Ich gehe erstmal links, ne? Und erstmal das Go. Das ist alles. Ich bin ausgewichen. Hallo. Schneller aufstehen, bitte. Alter Schwede! Ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Oh Scheiße, ich bin falsch gelaufen! Ich bin tot. Leck mich am Arsch! Komm ich hier irgendwo rum? Hinten war noch eine Leiter, oder? Ja, hier ist eine Leiter. Schnell runter. Aber das wird er nicht aufhalten. Leitern sind dem leider egal. So, benutzen. Hier bin ich jetzt. Habe ich einen Schlauch dabei? Ich habe einen Schlauch dabei. So, schnell rein hier. So, bitte Schlauch benutzen. Scheiß auf das Scope jetzt. Wie ist es bisher? ja, sehr, sehr, sehr hart, seitdem der Mrs. da ist. Also der ist echt fies. Wir haben es auch schon dreimal getötet. Ich glaube. Ach, stirbt. Der reden kann er auch. Das ist schön. Danke fürs Spielen. Wir haben es geschafft. Ja. Ich habe zwar den Scope nicht gekriegt, aber egal. Und er hat uns nur zweimal getötet. Geil. Yay. Boah, leck mich am Arsch. 5 von 20 Figuren hätten wir finden können. Wo sollen die denn alle gewesen sein? Nie und nimmer waren da 20 Figuren.
keine Ahnung, wahrscheinlich ist das auch nur wegen der Demo, keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Ich will die aber haben. Ich werde es wahrscheinlich nochmal im Nachgang nochmal privat spielen. So, das soll erstmal reichen fürs Let's Play. Sorry für mein Rumgeschrei, aber es ist, boah, wenn das im Let's Play genauso, also in der Vollversion genauso hart wird mit Nemesis, dann gute Nacht. Meine Fresse. Ich meine, gut, mit dem Ausweichen, weil ich glaube, wenn man das richtig macht, dann, dann hat man da wirklich gute Chancen. So, ich werde mal ausfernen, ne? My God. No, no, no! They're gonna get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here! What was that? Double! Kendall, you're all right. Yell, all right to stretch. Stop and do what? I got your back. Go. Go! Glock sticky. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this. Geil. Ich habe gerade zwei bekannte Gesichter gesehen. Mega. So viel zum Thema. So, zur Produktseite wechseln, das Spiel zu kaufen. Ich habe es schon, tatsächlich. Deswegen, nein, machen wir nicht. Ne, einmal den Shopladen, also den Besitzer von dem den Kendo, den kannte ich aus Teil 2 und den schwarzen Police Officer eben, der nämlich mit Leon zu tun hat. Ich weiß leider gerade den Namen nicht mehr, Entschuldigung. So, ich blende mich nochmal ganz kurz ein. Also ich muss sagen, Bombe, allein schon jetzt diese eine Stunde, es war jetzt auch nur eine Stunde, leck mich am Arsch. Also mein lieber Mann, also der junge Mann hier, der wird uns noch richtig, richtig Spaß bringen. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das im Originalteil damals auch so hart war, aber der ist ja richtig fies und penetrant. Also da bin ich echt gespannt. Aber ich glaube, wenn man dann selber richtig speichern kann, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, man darf gespannt sein. Am 3. April, haben wir eben gelesen, kommt der die Vollversion raus. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und ja, ich mache auf jeden Fall ein Let's Play dazu. Wir werden es wahrscheinlich auch im Stream nochmal auf ein bisschen schwerer spielen. Auf jeden Fall werde ich es erstmal eine Weile wahrscheinlich dann zocken, genau wie so den zweiten Teil damals. Und ja, und da bin ich dann auch wieder dabei. Erwin, ich freue mich. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich bin auf jeden Fall erstmal raus. Ich mache die Aufnahme schon mal aus. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Euer Engis, LP. Bis dann.